Hände weg vom Steuer, entspannt zurücklehnen und das mitten auf der Autobahn. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt testet die technischen Fähigkeiten eines pilotiert fahrenden Audi A7 inklusive Spurwechsel und Überholmanöver. Ich habe nach wenigen Metern die Situation gehabt, dass der Überholvorgang, der autonom geplant war, vom Auto abgebrochen wird. Und in dem Moment war mir klar, du fährst in einem vollkommen sicheren System. Ein System, das in der Lage ist, eine einmal getroffene Entscheidung in Bruchteilen von Sekunden wieder zu revidieren, weil sich die Situation im Umfeld geändert hat. Das zeigt, sicheres Fahren ist mit automatisierten Systemen keine Zukunftsvision mehr, kein Science Fiction, sondern heute schon Realität im Audi A7. Möglich macht dies das sogenannte zentrale Fahrerassistenzsteuergerät. Dort werden alle Signale des Systems in Echtzeit ausgewertet und Manöver berechnet. So soll das System dem Fahrer künftig auf Wunsch das Lenken, Bremsen und Beschleunigen bei Geschwindigkeiten bis zu 65 Stundenkilometern abnehmen und ihn im zäh fließenden Verkehr entlasten. Löst sich ein Stau auf oder endet eine Straße, übernimmt der Fahrer wieder die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Bund will das Seine dafür tun, dass man die nötigen Voraussetzungen schafft, um mit dieser Technik erfolgreich zu sein. Wir werden deswegen auf der A9 das digitale Testfeld Autobahn einrichten, wo Car-to-Infrastructure Communication möglich ist. Wir alle Technik zur Verfügung stellen, damit die Erprobung von autonomen Fahren im Realverkehr stattfinden kann. Dobrindt verspricht sich davon, Staus und Umweltbelastungen zu reduzieren, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Infrastruktur optimal auszulasten. Außerdem ist sein langfristig erklärtes Ziel, auch beim automatisierten Fahren an der Weltspitze zu bleiben.